Guten Tag. Sind Sie zufällig Schwester Agnes? Sitz! Nein, Schwester Felicitas. Warum? Weil ich ihr das geben soll. Persönlich. Also in dem Fall gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder Sie warten hier, bis sie zurückkommt, aber das kann dauern. Oder Sie geben mir den Brief und ich werde ihn ihr dann persönlich überreichen. Ich denke, das geht in Ordnung. Meine Großmutter hat mir den gegeben, kurz bevor sie gestorben ist. Danke. Bitte. Also ehrlich, Mutter, das kann doch wohl kaum der Sinn der Sache sein, dass Sie sich hier als Küchenhilfe abrackern, in Ihrem seelischen Zustand. Also meinem seelischen Zustand tut das ungemein gut, wenn ich mich hier nützlich machen kann. Nicht wahr, Herr Rossbauer? Nun ja, wenn Sie meinen. Ja, ich meine. Und was halten Sie davon, wenn wir beide heute mal das Mittagessen zubereiten, wo Schwester Agnes doch im Wald zu tun hat? Übrigens, was hat sie da zu tun? Pilzsaison ist noch nicht und für Waldbeeren ist es noch zu früh. Naja, aber die Waldorchideen blühen. Ach, hier gibt es Orchideen? Ja, seit kurzem. Der Frauenschuh. Stehen unter Naturschutz. Schwester Agnes kümmert sich um sie. Aber Mutter, Sie müssen hier wirklich nicht kochen. Na, irgendeine Suppe. So schwer kann das doch nicht sein. Ah, dringend. Moment mal. Oder? Hallo? Ja? Frau Laben. Ah ja, wenn ja, dann viel Glück. So, bitte sehr. Ich hoffe, meine Spülkünste genügen jetzt Ihren hohen Anforderungen. Ja, Frau Laban? Sie werden es nicht für möglich halten. Herr Wöller hat übers Wochenende einen zweiten Arbeitsplatz bei mir installieren lassen. Ach, ohne Sie zu informieren, dass er... Ja. Dieser Feigling. Ist das nicht wieder mal typisch? Ach, aber wie gesagt, Sie bewahren absolute Gelassenheit, ja? Ja, natürlich. Und ob? Werde der Dame ein paar Blümchen auf den Schreibtisch stellen und ihr sogar einen Käsekuchen servieren zum Anfang. Sehr gut. Aber was anderes, Frau Laban, macht der Herr Wöller wirklich ernst und rückt mit seiner Holzfällertruppe an? Ja, so genau weiß ich das nicht. Es könnte auch erst morgen sein. Aber er hält sich, was das angeht, wiedersehen, ziemlich bedeckt, weil er natürlich Angst hat, ich könnte Ihnen alles prüfen und weitererzählen. Was sonst? Die Frage ist nur, wo er anfängt mit der Abholzerei, weil eigentlich gibt es nur einen Zugang zum Wald über unser Gelände und über den alten Forstweg. Ja, ja, genau, von der Auinger Landstraße her. Dann soll er mal kommen. Morgen wäre mir allerdings lieber, weil ich kann Dr. Baumgärtner nicht erreichen. Aber Sie rufen mich sofort an, wenn Sie mehr wissen, ja? Ja, natürlich, mache ich. Bis dann. Und jetzt heißt es, herzlich willkommen an Ihrem neuen Arbeitsplatz. Bitte. Ah, da kommt er gerade. Ich frage ihn nur schnell, ob er zu sprechen ist, Herr Brodbeck. Ja, 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 ja. Legen Sie ihn auf mein Apparat. Ja, Sie können sich ja schon mal ein bisschen beschnuppern. Ne? Darf ich Ihnen erstmal helfen? Das ist die Frau Laban, die sich freuen wird, ne? Dass sie endlich einen Großteil ihrer Arbeit an eine versierte Kraft abgeben darf. Ja, und das ist die Frau Radke, Ex-Chefsekretärin vom KGH, meine Assistentin. Oh. Ja, Sie müssen mich jetzt entschuldigen, weil die Frau Laban wird Sie in Ihr neues Betätigungsfeld einweisen. Bitte sehr. Herzlich willkommen. So. Oh. Bitte. Brodbeck, ja, Sie müssen Gedanken lesen können. Gerade wollte ich Sie anrufen. Brodbeck. Herr Brodbeck. Nein, nein. Wie oft soll ich Ihnen noch sagen, das kommt überhaupt nicht in Frage. Sie sind der Geschäftsführer, also benehmen Sie sich gefälligst auch wie einer. Das war's, Herr Brodbeck. Ja, danke.
Also, Herr Böller, unter Chefsekretärin stelle ich mir was anderes vor. Assistentin, bitte. Ja, ich meine, das ist ja was viel Besseres. Assistentin der Geschäftsführung. Bitte sehr. Assistentin von dieser Frau Laban vielleicht. Also nein, Herr Böller. Ja, aber doch nur, bis sie kündigt. Also ich hätte sie ja längst gefeuert. Ich meine, so wie die sich die letzte Zeit benommen hat. Aber bei einem Beamtendienstverhältnis geht das nicht so einfach, ja? Und so wie ich die Frau Laban kenne, dauert das 10 Tage oder ein paar Tage, ne? Dann ist es vorbei. Ja? Ich habe mir gedacht, wenn das etwas länger dauert, dann bringe ich Ihnen Ihren Käsekuchen und einen Kaffee. Ach, wie aufmerksam, Frau Laban. Danke. Ist doch selbstverständlich, Frau Radke. Ja, wir haben gerade darüber gesprochen, wie wir das mit dem Posteingang handhaben. Ja, ja, lassen Sie sich nur Zeit. Weil die meiste Post werden Sie ja selber beantworten müssen, weil Herr Wöller ist ja kaum im Haus. Kein Problem. Tja, also, ich gehe dann mal an die Arbeit. Darf ich Kaffee? Ach ja. So, ich habe schon mal den ersten Posteingang weg. Nochmal, Schwester Hanna, ist Dr. Baumgärtner jetzt da? Bitte, Sie müssen versuchen, ihn zu erreichen, weil ich befürchte, dass Bürgermeister Wöller anfängt, die Bäume zu fällen. Also bitte, ja? Danke. Hanna? Schwester Agnes, da sind Sie ja. Bischof Rossbauer und ich haben uns erlaubt, Ihnen die Arbeit mit dem Mittagessen. Gut, dass du kommst. Hier ist ein Brief für dich. Der Huber und seine Männer. Sie haben angefangen. Womit? Mit dem Fällen. Ich dachte, mich trifft der Schlag, als dieses Massaker anfing. Einen haben sie schon umgelegt. Aber die haben dich nicht gesehen. Nein. Ich konnte doch auch gar nichts sagen. Sonst hätten sie all die Orchideen aus dem Boden gerissen und behauptet, da wären nie welche gewesen. Mein Gott, was machen wir denn jetzt? Die Oberin einschalten. Aber die ist doch hier. Die Stellvertretende natürlich. Hallo, Herr Stolpe, hier ist Schwester Hanna. Kann ich bitte Schwester Hildegard... Ungern, Schwester. Uli, sehr ungern. Weil sie sich gerade in ihren neuen Roman einarbeitet. Man stirbt nicht zweimal. Aber sie. Und zwar dreimal, wenn sie mich nicht sofort mit Hildegard verbinden. Danke. Ja? Wöller hat die ersten Bäume gefällt. Hanna. Und ich kann den Dr. Baumgärtner nicht erreichen. Und der Bischof und die Mutter fallen auch aus. Also bist du jetzt dran. Und was kann ich da tun? Ja, benutz deinen neuen Titel als Oberin. Ruf im Innenministerium an und setz Himmel und Hölle in Bewegung, dass die jemanden herschicken. Oder den Dr. Baumgärtner auftreiben, weil da, wo die jetzt fällen, da wachsen Pflanzen, die unter Naturschutz stehen. Seit wann das denn? Ja, seit gestern. Also, ich verlasse mich auf dich. Ja, Moment, ich muss noch Bischof Rossbauer. Agnes? Nicht Agnes. Ruf an, sobald du was erreicht hast, ja? Tschüss. Agnes! Sie ist doch nicht beleidigt, weil ich koche. Nein. Diese Hektik. Ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, dass ich mal genauso war. Und? Nichts. Wie nichts? Es schmeckt gar nichts. Klosterkaltenthal, Schwester Hanna. Hildegard. Ja, ich gebe ihn dir einen Moment. Ja, wirklich. Es schmeckt nach nichts. Telefon für Sie, Exzellenz. Schwester Hildegard. Es ist dringend. Ja, ich muss mich jetzt auch verabschieden. Ich habe noch etwas zu erledigen. Schwester Hanna, wissen Sie vielleicht, wo ich hier Paprika finde oder Chili-Pulver? Irgendwas Scharfes? Tut mir leid, Mutter, da bin ich überfragt. Was gibt's, Schwester?
Ich weiß, Sie interessieren sich nicht für die Intrigen und Machenschaften Ihres Weihbischofs Kalkbrunner. Aber inzwischen kann man die bösartigen Gerüchte, die er verbreitet, bereits im Internet lesen. Internet? Das liest doch keiner. Liest keiner? Exzellenz, das lesen alle. Was? Na, zum Beispiel hier, die Glosse über die letzte Bischofssynode in Köln, wo Sie durch Abwesenheit geglänzt haben. Und was soll man schon groß erwarten von so einer Konferenz, wenn nicht einmal Bischof Gottlieb Roßbauer es für nötig hält, zu erscheinen und stattdessen lieber mit seiner, in Gänsefüßchen, langjährigen Vertrauten, der Vorsteherin des Ordens der Magdalenerin, Frau Dr. Dr. Elisabeth Reuter, auf wieder in Gänsefüßchen Dienstreise mit unbekanntem Ziel verschwunden ist und das seit 3 Wochen und so weiter und so weiter. Also, ich lege jetzt wieder auf, Schwester. Es ist weiß Gott unter meiner Würde, mich mit derartigem Gewäsch zu befassen. Herr Roßbauer, Sie müssen endlich etwas dagegen unternehmen. Damit erreicht man in der Regel doch nur das Gegenteil. Nein, Schwester, wenn Frau Dr. Reuter weiter solche Fortschritte macht, sind wir in einer Woche wieder in München. Was? Ja, und ich denke nicht daran, diesen Therapieerfolg durch solche Abstrusitäten zu gefährden. Gelobt sei Jesus Christus. Agnes? Agnes, jetzt mach mir doch nicht solche Angst. Jetzt sag doch, von wem ist der Brief? Ich muss jetzt los. Dann bis später. Nur ganz kurz. Agnes hat den Brief gelesen und sich heulend in ihr Zimmer eingeschlossen. Ach, du liebes Bisschen. Und ich muss jetzt leider los. Kannst du dich um sie kümmern? Mach ich. Danke. Also, wo waren wir stehen geblieben, Herr Berger? Ach so, ja, richtig. Geben Sie her. Schwester, bitte nicht schon wieder. Sagen Sie nicht, Sie hätten damit aufgehört. Mir können Sie nichts vormachen. So wie sich Ihre Lunge anhört. Wie ein löchriger Blasebalg. Also her mit den Glimmstängeln. Danke. Ich werde Ihnen noch etwas mitgeben zum Inhalieren. Ach da, schau her. Geben Sie es zu, Sie rauchen die selber. Wie kommen Sie darauf? Von mir aus rauchen Sie, nur tun Sie nicht so heilig. Wissen Sie was, Herr Berger? Ich habe in meinem ganzen Leben bis jetzt vielleicht 10 Zigaretten geraucht, aber Sie ein paar Lastwagen voll. Was ist denn? Ich kann hier jetzt unmöglich weg. Und den Herrn Pfarrer mit den Erstkommunikanten allein lassen. Gib mir dein Handy. Wozu? Ich muss Fotos machen, die man verschicken kann. Bitte gib mir dein Handy. Fotos von was? Und wie funktioniert das? Aufs Fotosymbol drücken, draufhalten, auslösen. Gut, danke. Geladen ist es? Ja. Prima. Oh, ja, aber jetzt sag doch mal was. Oh Mann. Schwester, sie schickt der Himmel. Bitte nicht, Herr Brodbeck, ich hab's eilig. Bitte, Schwester. Ich bin am Ende, körperlich und seelisch. Schauen Sie sich das an, wie ein Alkoholiker mit Mandolinenfieber. Ja, Sie müssen halt den Mumm aufbringen und dem Herrn Wöller die Meinung sagen. Und der muss halt seine Autos selber an den Mann bringen. Das hab ich doch zigmal. Aber was auch immer ich sage, erwischt es mit einer Handbewegung vom Tisch. Und ich kann ihm doch nicht den Bettel vor die Füße schmeißen und die Kollegen stehen auf der Straße. Ich habe ihm sogar angedroht, mich aus dem Fenster zu stürzen oder aufzuhängen. Was? Und dann lacht er nur und sagt von mir aus. Nein. Ja. Aber bitte, ich kann ihm den Gefallen ja tun. Herr Brodbeck. Na, nicht wirklich, nur zum Schein.
damit ihm klar wird, was er da anrichtet. Also, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Trotzdem, viel Glück. Ich muss jetzt wirklich weiter, Herr Brodbeck. Ja. Zu retten. Da will ich doch dabei sein in dieser Schicksalsstunde. Wie viel habt ihr schon umgenietet? Nur. Herr Wöller, nur ganz kurz. Bleibt dran. Ja? Da rufen dauernd Leute an, die der Gemeinde Geld leihen wollen. Aber dafür haben wir doch keine Richtlinien und Formulare. Mein Gott. Da sehen Sie mal, mit was ich mich alles rumschlagen muss. Rufen Sie den Stadtkämmerer an. Das ist ein findiges Kerlchen und er soll sich was einfallen lassen. Bist du noch dran? Ja, ich bin auf dem Weg. Ja, der Herr Wöller. Also, mit mir kann der nicht so umgehen, sage ich Ihnen gleich. Ja, daran werden Sie sich gewöhnen müssen, wie ich auch. Aber Hunde, die bellen, beißen nicht. Trotzdem, dass Sie das so lange ausgehalten haben, ich könnte das nie. Ich hätte da schon längst gekündigt. Ja, Sie sind jung und Ihnen steht die ganze Welt noch offen. Aber an die Arbeit, die Post muss raus. Okay. Nee, Schwester. Doch. Na. Hören Sie sofort mit diesem Wahnsinn auf. Aber Sie haben es doch nicht anders gewollt, Sie und die Mutter Oberin. Was? Ja, hätten Sie mal das Angebot von Wöller akzeptiert? Ja, was denn für ein Angebot? Ihm den Wald zu schenken oder was? Ihnen ist doch hoffentlich klar, dass Sie eine saftige Geldstrafe kassieren, wenn Sie hier den Lebensraum von Pflanzen zerstören, die vom Aussterben bedroht sind. Ja, seit wann sind denn Brombeeren und Unkraut vom Aussterben bedroht? Ne? Außerdem wächst doch ja gar nichts auf diesen sauren Boden. Na, dann kommen Sie mal mit. Moment, kriegt das bloß wieder hin, Kinder, wir müssen ran. Ja, da, außer ein bisschen Moos und ein paar Farne, da wächst doch hier nichts. Hier gibt's doch nicht mal anständige Pilze. Ach ja, und was ist das da? Ja, keine Ahnung, die habe ich noch nie gesehen. Cypripedium calceolus, der Frauenschuh. Ja und? Nach FFH-Richtlinien Anhang 2 steht diese Waldorchidee, vor allem diese gelb-weiße, unter strengstem Naturschutz. Jetzt rasten Sie doch nicht gleich aus, Schwester. Das habe ich doch wirklich nicht gewusst. Ja, dann stellen Sie die Fällerei ein. Und ich, ja? Ich dokumentiere das lieber. Nicht, dass Sie auf die Idee kommen, sie auszureißen und zu behaupten, es hätte sie nie gegeben. Ja, für wen halten Sie mich denn, Schwester? Ah, da ist ja noch eine. Na, und die sollen vom Aussterben bedroht sein? Also davon gibt's ja mehr als bei mir Löwenzahn im Garten. Jetzt stoppen Sie die Leute. Ja, ist ja gut, mach ich. Ist ja gut, Schwester. Aufhören! Bin es dann der Nächste, Herr Huber? Ach, mach das Ding aus. Mach aus und sag den anderen auch, sie sollen aufhören. Warum? Was ist denn los? Nonsinnlos. Hier gibt's irgendwelche Waldorchideen. Ja. Anna. Nicht schon wieder Frauenschuh, oder? Genau, kennst du die? Ja, klar. Deswegen haben wir doch euch stehen und liegen lassen müssen beim Hotel Ritter. Weil sie das Gelände für die Tennisplätze abholzen wollten. Na, wunderbar. Also sagt den anderen, sie sollen aufhören. Ah, der Herr kommt mir gerade recht. Ah, Musik in meinen Ohren. Oh, und die werden Ihnen auch gleich abfallen, wenn Ihnen Dr. Baumgärtner den Marsch bläst. Ich kann es kaum erwarten. Sag mal, ich höre nur eine Säge. Wieso stehen deine Leute so dumm rum? Feierabend. Was? Das habe ich eben fotografiert. Diese Pflanzen wachsen dort im Wald. Ja, toll. Was soll das? Das sind Orchideen und die wachsen im Klosterwald. Und stehen unter Naturschutz. Deshalb habe ich die Sache erstmal abgeblasen. Mhm. Sag mal, Naturschutz. Ich denke, ich spinne und auf sowas fällst du rein. Entschuldigen Sie mal. Ihr macht weiter, hörst du? Herr Wöller. Aber dann zahlst du die Strafe, wenn da was nachkommt. Mit Vergnügen, wenn das zahlt die Gemeinde aus der Portokasse. Also, meine Herren, weitermachen. Herr Wöller, das können Sie nicht machen. Ich meine, das... Ja, die Ausforstung, die Selektive, die ist beschlossen. Und zwar vom Oberförsteramt gesegnet. Und der Oberförster hat jeden einzelnen Baum markiert, der dafür in Frage kommt. Also, verschonen Sie mich. Auch mit Ihren Gänseblümchen. Ja, das haben Sie sich selber zuzuschreiben. Und Ihre Sturheit. Ich habe Ihnen wirklich jede Gelegenheit gegeben, die Sache gütlich aus der Welt zu schaffen. Also, machen Sie nicht so ein Gesicht. Komm. Hallo? Na endlich, seit über einer Stunde telefoniere ich hinter dir her. Ich habe ihn erreicht, den Dr. Baumgärtner. Was ist das für eine Pflanze? Er war völlig aus dem Häuschen und hat versprochen, die Abholzerei sofort zu stoppen. Hildegard, du bist ein Engel. Nur ein Stellvertretender. Danke. Da habt ihr jetzt schon. Ja, Entschuldigung. Ja, Frau Laban. Sagen Sie, kann man nicht mal 10 Minuten
Wer? Der Baumgärtner, ja, der kann mich mal, ja. Das können Sie ihm sagen. Zwar nicht so unverblümt, also Ende. Na, war das Dr. Baumgärtner? Ja, nein, wieso? Aber das Innenministerium. Das Innenministerium, das ist weit, weit weg. Oh, sagten Sie eben, das Innenministerium ist weit, weit weg? Na, dann ziehen Sie sich mal warm an. Ist es Dr. Baumgärtner? Ja! Ist das? Mist. Das war's dann wohl, du Oberförster. Das ist wunderbar. Anna! Hast du mit Agnes reden können? Ja, das heißt... Nein, die Tür hat sie aufgemacht, aber sie wollte mir nicht sagen, was mit ihr los ist. Ich glaube, da muss Dora. Sag mal, du wirst doch wohl nicht etwa krank? Ach. Deine Stimme klingt so heiser. Ach was, das ist die Linsensuppe von der Mutter. Was? Ja, der Deckel von der Dose mit dem Chili-Pulver, der ist ihr in die Suppe gefallen, samt Inhalt. Also du kannst dir ja nicht vorstellen, wie das geschmeckt hat. Oh. Aber wir konnten ihr ja auch nichts sagen, weil sie war so stolz auf ihre Kreation. Linsensuppe auf hinterindische Art.